Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man mit Buntstiften ein Image kolorieren kann. Ich habe das Image von Tim Holtz, Crazy Birds und die dazugehörigen Crazy Things ausgesucht und werde euch heute zeigen, wie man mit Buntstiften koloriert und das Ganze mit Gumsol verblendet. Mit Gumsol kann man Buntstifte auf Ölbasis super miteinander verblenden, sodass ganz, ganz tolle Effekte entstehen. Dazu braucht man Papierwischer, die Buntstifte, die Stempel und ein wasserfestes Stempelkissen. Ich habe hier schon mal etwas vorbereitet. Der Spruch Happy Birthday, dachte ich, passt ganz gut dazu. Und jetzt werde ich die Stempel erstmal aufstempeln. Und zwar benutze ich dazu die Fisker Stamp Press und ein Archival Stempelkissen. Das benutze ich, weil ich damit ganz gut die Stempel positionieren kann, wo ich sie später auch haben will. So, einfach den Stempel nehmen und auf die Vorlage drücken. Und da habe ich immer so ein bisschen Spielraum. Entschuldigung, dass das Licht hier gerade so blendet. Aber ich kann den Stempel jetzt genau dahin setzen, wo ich ihn gerne hätte. Archival Ink ist hier wichtig, weil das Ganze sollte wasserfest sein, damit sich das nachher, wenn wir die Sachen verblenden, nicht miteinander vermischen kann. Das kleine Geschenk stempel ich mit einem ganz normalen Acrylblock auf. Das ist ja nur ein ganz kleiner Stempel, das reicht dann auch. Und es ist wichtig, dass man hier einen guten Stempelabdruck bekommt, damit das später beim Ausmalen auch gut funktioniert. Im Anschluss daran nehme ich mir dann meine Buntstifte, ich habe hier schon verschiedene Farben rausgesucht und werde jetzt das Image einfach mit den Buntstiften grob ausmalen. Wie genau, seht ihr gleich. Und dazu zoome ich euch mal ein bisschen ran und dann werde ich das einfach ausmalen. Dazu mache ich euch ein bisschen Musik an. Viel Spaß dabei! So, wenn das Ganze fertig ausgemalt ist, nehme ich die Gumsol Blending Solution und meinen Papierwischer. Der wird dann einfach kurz in diese Blenderlösung eingetaucht. Wichtig ist, dass er sauber ist, das kann man aber ganz einfach mit einer Serviette oder einem Stück Küchenpapier sauber machen. Und dann verblende ich einfach das, was ich vorher gemalt habe. Das geht ganz einfach, einfach drüber wischen. Und dann laufen die Farben schon so richtig schön ineinander. Und das gibt dann ganz tolle Effekte. Und wie ihr seht, werden die Farben auch nochmal schön intensiver einfach durch diese Blenderlösung. So, wenn das Ganze fertig ist, sieht es so aus. Die Farben haben sich durch das Gumsol ganz toll miteinander vermischt und es sind ganz weiche Übergänge entstanden. Ich habe hier die Prismacolor Stifte benutzt. Das geht aber auch mit allen anderen Buntstiften. Wichtig ist, dass sie auf Ölbasis sind. Damit kann man sie einfach toll verblenden. Viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!